Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Tales of Eternia. Ja, nachdem ich in der letzten Folge angekündigt habe, dass ich noch ein wenig leveln wollte, habe ich das natürlich auch getan. Und wir warten hier jetzt schon prompt in ein Gegner-Setup rein, was ich ehrlich gesagt absolut nicht mag. Was mir auch beim Leveln ziemlich auf die Nerven gegangen ist, weil wir halt so in einer vollständigen Zangenbewegung hängen. Und das muss ja nun echt nicht sein. Jetzt gehen wir erstmal hier durch die Tür. Und was zum Henker ist denn hier los? Einfach haben wir hier eine Schleife. Die müsste für Merrily sein, für ihre Haare, finde ich mich nicht vertue, genau. Zwar kein Element, aber okay. Wir haben ein bisschen ausweichend runter, aber dafür mehr Verteidigung. Das nehmen wir doch mal mit. Was haben wir hier? Auf die Konsole drücken. Boah. Der Aufzug wurde aktiviert. Und hallo Zombies. Na, Halleluja. Da haben wir jetzt schon wieder Lust drauf. Ich habe übrigens festgestellt, dass netterweise unser lieber Volt hier extrem effektiv ist, was seine Angriffe angeht. Aber erstmal darf jetzt Kiel hier mal richtig randalieren. Und klatsch. Tut ihm wenigstens noch ganz gut weh. Ja, was ist sonst noch eigentlich gewesen? Nicht allzu viel. Ich habe für die Leute soweit natürlich das ganze Zeug eingekauft. Wir haben jetzt mit dem Geld zusammen so knapp 90.000 bis 100.000 als Vorrat. Was wir auch als Geld auf jeden Fall behalten sollten. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier auf diesen Aufzug oder was auch immer das sein soll. Und beamen uns sonst wohin. Allerdings wollten wir hier, glaube ich, noch gar nicht hin. Sondern wir müssen hier auch runter. Und haben da erstmal eine Schatzkiste. Ich laufe jetzt übrigens gerade absolut blind durch, also ich verlasse mich mal ausnahmsweise nicht auf meinen tollen Guide. Und lasse jetzt die Gegner hier auch mal ganz eiskalt einfach stehen. Könnt mich jetzt mal gerne haben gerade. Ich will wissen, was in der Kiste ist. Eine Drachensehne? Habe ich das richtig gelesen? Mal schauen. Ein Schwert. Schon ein Schattenattribut. Minus 30 Treffsicherheit. Na Halleluja. Das hört sich ja gar nicht so angenehm an. Wollen wir mal gucken, was Reed davon hält. Ja, stärker ist es, aber ach, kommt. Was haben wir zu verlieren? Nehmen wir das Drachenschwert mit. Je härter er zuschlägt, desto besser ist es letztendlich für uns. Und Glück ist sowieso nur was für Leute, die nichts drauf haben. Oh, jetzt sind wir wieder bei den Zombies. Toll. Jetzt stehen sie, das muss man einfach zeigen, jetzt stehen sie wirklich neben den Containern, wo sie vorher drin eingesperrt waren. Herr, lass Hirn vom Himmel regnen. Gut. Naja, was soll's. Okay, zumindest sieht das Schwert extrem cool aus. Auch von der Größe her. Ja, warum renne ich jetzt die ganze Zeit eigentlich weg? Ich will nach Möglichkeit bis zu einer gewissen Stelle hier noch in dem Video kommen, was ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen wir hier jetzt auch erstmal mit unserem Sorceress Ring drauf schießen. Damit das Ding aktiv wird. Und wir hängen natürlich gleich im nächsten Zufallskampf. Ja, wie gerade eben schon erwähnt, Volt ist gegen die meisten Gegner hier extrem effektiv, wie man sieht. Also normalerweise macht er mit einem Treffer von dem Schwert, also von dem Thunderblade, nicht unter 1000 bis 1300 Schaden. Allerdings treffen die Jungs hier einen auch noch extrem hart teilweise, weswegen man immer wieder aufpassen muss. Aufpassen muss, so. Naja, netterweise habe ich mir Chat noch dazu geholt, wieder. Für die Leute, die es nicht wissen, wie es geht, es ist relativ simpel. Und zwar, nachdem wir ja mit dem Schiff gelandet sind und die Möglichkeit haben, Baliers Castle zu betreten, geht man einfach wieder zurück auf die Van Eltia, so dass man ablegt. Also man kann natürlich jederzeit hier von Baliers Castle auch noch wegfahren. Und nachdem man dann abgelegt hat, betritt man einfach das Schiff noch einmal und geht in den Maschinenraum und spricht dort Chat an. Und dann ist Chat so nett und schließt sich der Gruppe auf Anfrage hin wieder an. So, dass man wenigstens die Zeit über auf Chat zugreifen kann. Könntet ihr jetzt mal aufhören, die ganze Zeit meine Gruppe hier auszulöschen? Verdammt nochmal, ich habe bei euch mit euch während des Levels nicht mal so viel Probleme gehabt. Kann doch nicht angehen, hier schon wieder zwei Leute tot. Zack. Kannst mich mal gerne haben, ey. Verdammtes Mistfieder. Gibt's hier nicht.
Ja, schön, dass wir jetzt zumindest bei Pharah immer noch auf den Life-Spell zurück. Entschuldigung. Kleiner Schluck auf. Ein kleines bisschen Sodbrennen daher kommt. Dass wir hier noch zumindest auf den Life-Spell zurückgreifen können. Und so nicht von vornherein sämtliche Life-Bottles verbraten müssen. Ich könnte natürlich jetzt auch noch eine Holy-Bottle benutzen, aber ich will natürlich den ein oder anderen Kampf auch noch mitnehmen, damit das Video nicht zu leer wird und ihr mich eigentlich hier nur redend durch das Schloss rennen seht. Und ganz abgesehen davon, dass wir trotzdem das Geld und die Erfahrung ja brauchen können, weil wer weiß, was die nächste Ausrüstung kostet. Ihr habt ja gesehen, ein so ein Ausrüstungsteil schon 30.000 bis 40.000. Und Chat gibt schon wieder den Löffel ab. Das kann nicht wahr sein. Wofür bist du eigentlich auf demselben Level wie unsere Leute hier? Und vor allen Dingen, wieso zauberst du nicht irgendwelche Heilzauber, wie du es sonst immer wieder gerne machst? Jetzt reicht's mir aber. Komm, du Nurse. Auf wen ist mir eigentlich egal, aber du benutzt Nurse. Und Reed, du bist mal so nett und holst mal kurz... Na, wo haben wir sie denn jetzt? Life Bottle da. Ich zeig drauf und sehe sie nicht. Chat wieder. Damit sie von dem Nurse-Zauber auch gleich was hat. Und dann erstmal aufgefrischt wird. Ja, hahaha, bist du witzig. Naja, wenigstens hat Chat so noch alles mitbekommen. Gott, Himmelsherrgott. Ich weiß auch nicht, warum mir die Gegner gerade auf einmal so Probleme machen. Leveln konnte ich da auch ohne Schwierigkeit. Hm, hier können wir kampieren. Schön. Machen wir doch auch gleich mal. Ja, mal schön ein bisschen hier die Zelte aufschlagen. Und hier können wir auch, wenn man denn trifft, wieder einen Geheimgang aktivieren, genauso wie drüben auch. Und den nutzen wir doch gleich mal aus, um hier hochzugehen. Erstmal nachschauen, ob ich jetzt hier nicht falsch bin. Sonst geht es nämlich ganz, ganz schnell wieder runter. Komm, zieh durch! Danke. Ach, ja, die Gegner können fangen hier jetzt auch an mit den ganzen Beschwörungszaubern. Und Reed, wie man sieht, leidet an einer netten Krankheit, die ihm rasend schnell seine TPs abzieht. Was natürlich richtig, richtig ätzend ist. Ich hätte sie jetzt natürlich wegreinigen können, aber ganz ehrlich, nee, sehe ich jetzt gerade nicht ein. Was haben wir denn da? Und eine Linse. Sehr schön, das war dann Nummer 34. Aber hier sind wir noch falsch. Da muss ich doch mit dem Aufzug hier aus dem Vorraum runter. Gut, können wir natürlich machen. Ist auch kein Problem, sofern uns die Gegner denn mal lassen. So, aber wisst ihr was? Jetzt könnt ihr mich mal mit Thunderblade. Das bleibe ich sicherer Entfernung, wollte ich noch sagen. Ja, drei Gegner, die permanent irgendwelchen Acid Rain casten. Da könnt ihr euch selber ausrechnen, Leute, wie toll das hier ist. Wenn man dann selber versucht, hier noch einen Zauber mal durchzubringen. Man kommt nämlich irgendwie auf einmal nicht mehr dazu. Aber dadurch können wir uns jetzt wenigstens mal die Beschwörung von Volt ansehen. Und man zieht einmal mit einem Blitzgewitter über das Kampffeld. Und, sofern er damit die Gegner nicht killt, so wie er es jetzt ja gerade netterweise gemacht hat, schmeißt er noch jede Menge kleine Kopien von sich. Nichts passiert. Nein, wir wollen nicht campen. Und dadurch kriegen die Gegner dann nochmals Schaden. Aber jetzt nehmen wir hier erst nochmal ein Lapis-Bracelet mit, was wir aber nicht brauchen. Und versuchen hier irgendwie die blaue Kugel anzuschießen. Na, genau. Denn so setzt sich hier unten ein Mechanismus in Gang, der uns den Weg freigibt, was schon mal ganz nett ist. Und da wir gerade genau die passende Reichweite haben, machen wir den Weg dahin auch gleich frei. Und kommen natürlich wieder in einen Zufallskampf, wie sollte es auch sein. Und dann auch noch mit dem ätzendsten Gegner, den es hier drin gibt, weil er nämlich einfach die ganze Zeit auf Distanz stehen bleibt. Und dabei gleichzeitig aber trotzdem Schaden auf uns macht. Bevor wir jetzt aber da unten durch den Durchgang gehen, schauen wir doch mal, was hier denn die Statue da blockiert hat oder was das auch immer war. Was ist das? Ich weiß es nicht, aber es könnte hilfreich sein. Ich nehme es einfach mal mit. Genau, wir packen einfach mal irgendwelche random Gegenstände ein, die wir hier haben. Warum auch nicht? Och nee, nicht diese langen Lulatsche. Die sind auch relativ nervig, was die Kämpfe angeht, weil sie einen Hang dazu haben, sich hinzuknien, so wie er es nämlich genau gerade macht, und dann Laserstrahlen abzufeuern. Und es kann im schlimmsten Fall wirklich passieren, dass sie es alle drei immer in einem abwechselnden Tempo machen.
und dadurch die Gruppe komplett mit den Lasern festsetzen und man zu nichts, aber auch gar nichts mehr kommt. Was? Oh ne, das sieht mir jetzt schon aus wie ein Irrgarten. Gehe ich da lieber hier runter und da haben wir auch schon den Quasi-Boss dieses Bereiches hier. Das heißt, jetzt kriegt Lied erstmal eine Panacea. Weil wir sind ja nett und... Na, braucht jemand HP? Nicht großartig. Aber, wo haben wir sie denn jetzt? Pines, genau. Davon kriegt Reed jetzt gleich mal zwei Stück und ich würde sagen, Farrah kriegt auch mal eins dann zum Leben und so weiter später wieder, falls wir es nochmal brauchen. Und dann legen wir uns auch gleich mal mit dem Ding an. Schauen, was es ist. Natürlich wieder unsere fetzige Bossmusik. Und Chat, du könntest gleich mal so nett sein und ein paar Spectacles auf Spiral. Die Kleinen sind übrigens Eskagots, wie auch immer auf den Namen kam. Ich finde ihn ziemlich cool. Wollen wir nochmal schauen, wie viel haben wir denn? 5. Okay, 45.000 HP, das ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Und zack, erstmal schön alle getroffen. Und ja, wir setzen sie eigentlich doch ganz gut fest eigentlich. Also das waren die Eskagots, jetzt steht sogar nur noch Spiral, der auch gerade ziemlich von uns unter Druck gesetzt wird, wie man sieht. Also er hängt gerade echt fest, also er kommt wirklich zu keiner Aktion mehr. Ja, heb ab, genau, nur um sofort vom Kiel wieder abgeschossen zu werden. Also der Kampf läuft gerade wesentlich einfacher, wie er sein kann. Weil man halt sieht auch, dass er halt komplett in der Cast-Kombo und so weiter festhängt. Also das war jetzt quasi schon lächerlich, was da jetzt gerade abgelaufen ist. Aber wir sind natürlich hier noch nicht fertig in dem Castle. Jetzt gehen wir einfach mal hier lang. Wo kommen wir dann raus? Lauf, Meridy, lauf! Aha. Gut, schon wieder unsere Freunde. Ja, okay, wenn er jetzt sofort Ifrit auspackt, dann würde ich doch mal sagen, wir randalieren die erstmal weg, genau, mit den 3000 Schaden. Wir scheinen auch nicht unbedingt ein Fan von Feuerzaubern zu sein, wie wir gerade gesehen haben. Weil sie dann doch ziemlich verkokelt aussehen. Zack. So. Ein bisschen Glück halten die eh nicht mehr allzu viel aus. Ja, dieses Hinknien und dann halt diese zwei Laserstrahlen auf den verschiedenen Höhen nochmal spucken, ist halt wirklich extrem nervig bei den Jungs. Aber wenn man Glück hat und einmal dazwischen kommt, nur ein einziges Mal, dann reicht es meistens schon, um deren kompletten Rhythmus auseinanderzureißen. Wodurch wir eigentlich dann in dem Moment quasi einen Free-Win haben, wie wir jetzt auch gerade sehen. Meridy freut sich wie ein kleines Kind. Irgendwie kommt mir Meridy aber auch immer noch wie ein kleines Kind vor, muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, mal gucken, was wir hier haben. Es passt perfekt, alles klar. Das Ding, was wir vorhin gefunden haben. Boah, es zeigt irgendwas an. Es ist der Melnik. Meridy, wärst du so nett? Natürlich. Die seichten Seen sind von Ewigkeit umschlossen. Hä? Karte bestätigt. Hä? Linker Turm, rechter Turm, bereit zur Eingabe. Was bitte? Was ist los? Es ist eine stimmaktivierte Maschine. Ziemlich fortschrittliche Technologie. Ja, was heißt das jetzt? Wir haben uns jetzt eigentlich die Codekarte geholt. Warpen uns jetzt mit dem Aufzug hier netterweise direkt hoch in den dritten Stock. Und flitzen hier einfach mal den Gang hoch. Sofern wir natürlich nicht von 20.000 Gegnern hier wieder ausgebremst werden. Aber Meridy, wo willst du denn jetzt hin? Ja, da geht's nämlich schon wieder los. Ein Glück, dass der eine in eine andere Richtung geschossen hat. Und da geht das Thunderblade zum Glück durch. Okay, ja, der Rhythmus von denen ist eigentlich jetzt soweit schon durcheinander, dass sie wenigstens alle drei gleichzeitig schießen. Das gibt uns ein bisschen Zeit. Und da geht das nächste Thunderblade auch schon wieder donnernd auf ihre Schädel hinab. Gott sei Dank, dass das jetzt doch insgesamt etwas besser läuft, wie bei der ersten Aufnahme, die ich gemacht habe. Weil da muss ich ehrlich sagen, lief das mit den Kämpfen lange nicht so flüssig. Aber wir können eine neue Cramel-Art erlernen, indem wir einmal die Kristalle wieder mischen. Und zwar haben wir jetzt Explode. Leider Gottes nicht bei Mary, sondern bei Kiel. Weil Explode eine Mischung aus Volt und Ifrit ist.
Wobei es aber eine Feuerart ist. So, und jetzt können wir nämlich auch hier etwas machen. Das ging nämlich vorher nicht, deswegen habe ich die Räume einfach ausgelassen. Bereit zur Eingabe. Meridy, sag diese Wörter nochmal. Die Seichten sehen... Eingabe bestätigt. Genau, wie ich es mir dachte. Hey, gar nicht mal so übel. Ja, und zwar haben wir jetzt nämlich durch die Tafel, oder durch diese Karte, die wir eingelesen haben, den Spruch gelernt, mit dem wir diese beiden Maschinen aktivieren können. Und genau jetzt macht es nämlich auch Sinn, eine Holy Bottle zu nehmen, um hier im Schnellformat durchzuflitzen. Wir können hier nochmal kurz kampieren, um die HP nochmal ein wenig aufzufrischen. Was ja nie verkehrt ist, das spart uns zumindest Items und Heilzauber und so weiter. Hier bin ich jetzt sogar schon falsch gelaufen. Nein. Müssen wir doch hier hoch, oder? Nein. Muss ich nicht. Muss da runter. Nicht kampieren, danke. Sondern hier jetzt wieder lang genau den Weg zurück, den wir auch schon gekommen sind. Um schnellstmöglich in den anderen Turm zu kommen. Aber wir können hier oben eigentlich auch noch die beiden Items mitnehmen, die hier versteckt sind. Einmal die Draggerlance, eine Lanze. Natürlich wieder stichmäßig ziemlich gut, aber dafür in Schlagfähigkeit nicht wirklich so ganz pralle. Das lohnt sich allerdings auszurüsten. Das Rare Shield ist sowieso nicht allzu verkehrt. Wir könnten sowieso mal ein neues Schild gebrauchen. Außerdem sieht das auch ziemlich, ziemlich cool aus vom Art her. Und leider Gottes, wie man merkt, sind die Holy Bottles keine Garantie mehr, dass man nicht angegriffen wird. Was irgendwo ein bisschen ärgerlich ist, wenn man mich fragt. Weil ich früher immer dachte, die Holy Bottles sind Garant dafür, dass man keine Zufallskämpfe mehr hat. Aber dem ist halt nicht so, wie man merkt. Was ein bisschen schade ist, aber man überlebt es auf jeden Fall. So. Aber damit müssten wir jetzt auch, wenn wir hier durch den Gang sind, im anderen Turm sein. Da ist die Holy Bottle auch schon ausgelaufen. Ein bisschen länger können die ja auch halten, wenn man mich fragt. Na komm, gib Gas. Na, aber auch wenn sie kein Garant dafür sind, dass man... Jetzt müssten wir hier unten lang, genau. Auch wenn sie kein Garant dafür sind, dass man keine Zufallskämpfe mehr hat, so... Mithril-Handschuhe. Gut, dass wir die für Farrah nicht gekauft haben. Da war ich nämlich einfach zu geizig, weil ich gesagt habe, Farrah ist sowieso nur zeitweise dabei. Warum jetzt die Waffe kaufen? Und zumindest verringern sie aber die Zufallsbegegnungen, die Anzahl. Bereit zur Eingabe. Meridy! Natürlich, ich verstehe. Eingehüllt durch Ewigkeit. Eingabe bestätigt. Halle entsicher, entriegelt. Der Weg ist offen. Endlich. Angesicht zu Angesicht mit Balir. Ja, das sieht dann wohl so aus, als ob wir uns dem Ende des Spieles scheinbar so langsam nähern, weil... Wie wir ja wissen, ist Balir wohl für den Grand Fall verantwortlich und hat dadurch dafür gesorgt, dass wir eigentlich diese ganzen Strapazen erst auf uns genommen haben. Und ihr könnt mich jetzt mal wirklich gerne haben. Ich mache einen Abgang hier, Leute. Und tschüss. Und wenn wir dann wirklich Balir jetzt besiegt haben, hoffen oder müsste eigentlich der Grand Fall ja auch gestoppt sein. Jetzt geht es hier theoretisch nach oben. Ich würde aber sagen, ich speichere nochmal. Nur um hier auf Nummer sicher zu gehen. Wir haben zwar nicht unbedingt den allertollsten Loadpoint. Aber wir wollen ja hier auf Nummer sicher gehen. Ja, die Daten überschreibe ich jetzt mal. Ja, es sind Spielstände von der ersten Aufnahme noch. Nur die habe ich leider Gottes von der Zeit her wesentlich vergurkt. Und da ist die Aufnahme dann irgendwann bei 40, 50 Minuten stehen geblieben. Und ihr wisst, ich schneide sehr, sehr ungern oder schneide ja eigentlich gar nicht irgendwelche Videos. Aber ich wollte euch dann auch nicht so ein 45-Minuten-Video am Stück antun. Deswegen habe ich die Aufnahme einfach nochmal neu gestartet. Und wir machen hier auf jeden Fall eine Pause und sehen uns im nächsten Video wieder. Und wollen dann nochmal schauen, was Balir so auf dem Kasten hat und ob wir mit ihm fertig werden. Bis dahin, alles Gute und tschö, tschö.